Hab wieder 2-0 Teamleben, das gibt's ja nicht. Naja. Sounds like some heavy shit. One way or another, this ending right here.
So, erledigt. Respect? What the fuck do you know about respect? Come on, man, you know me. You just tried to blackmail me. I had to hustle hard to get that thing, man. I was just trying to get paid. Listen, I'm sorry. So, diese Mission, die Finalmission, ist bedeutend einfacher als da die Studiomission. Weil bei der Studiomission hat es hier zwar mehr Gegner, aber in der Studiomission spawnen die immer so wirklich relativ spontan, auch im Rücken dann wieder. Also muss ich dort ja relativ beeilen, um durchzukommen. Und hier kommt nie jemanden in den Rücken. Also ja, wenn man das schön sorgfältig sich durchkämpft, dann hat man keine Probleme. Und hier auch, ich kann das Ganze nicht unterbrechen. Aber ich muss zum Glück keine Musik anhören. Unnötige Gewalt. I don't even feel bad anymore. The demos are out there and there's nothing I can do about it. And you know what? Turns out, hey, golf does put me in a better mood. All right, can you give me a ride home? I got something I want you to hear. Let's ride. Hey, listen. I feel like we've been through a lot together. Yeah. Das ist der schönste Moment im Spiel, wo Dr. Dre da, ja, jetzt hör mal, jetzt hier was Neues und so. Und man hört nichts, weil ich die Musik ausgedreht habe. Die Ingame-Musik habe ich ausgeschaltet. Ja, coole Musik, gefällt mir auch. So gefällt mir Dr. Dre. Wenn man nichts hört. Und nochmals, ich habe nichts gegen Rapmusik, ich habe nichts gegen Dr. Dre, aber wenn man sich hier zum 10., 20., 50. Mal angehört hat, man will es nicht mehr hören. Also ich will es nicht mehr hören. Kann leider nicht losfahren mit dem Fahrzeug. Also die Idee der Dr. Dre Mission ist toll. Aber die Ausführung, dass man die Sequenzen nicht überspringen kann, wenn man es zum 10. oder 20. oder gar 50. Mal spielt, das ist halt mühsam.